Na, so, ein- und wieder ausschalten, ne? Das ist das Rätsels Lösung. So, ich bin jetzt gerade am Überlegen, was wir jetzt gleich nochmal machen müssen. Ich stehe gerade echt auf dem Schlauch. Die Adler- und die Wolfsmedaille brauchen wir noch nicht. Das könnte ich jetzt schon mal im Hauptraum einsetzen. Ich muss jetzt wirklich rote Räume abklappern, weil ich weiß gerade wirklich nicht mehr, was los ist. Resident Evil. Ja, meine Güte. Warum kommt heute dauernd der Resident Evil Random Sound? Das passt ja perfekt. Das ist ja witzig. Naja. Genau. Es gibt kaum, also wenn mal Ein- und Ausschalten ein Problem nicht löst mit der Technik, dann ist es meistens wirklich ernst. Perfect. The big cheese. What? What? Du, nee, Puzzles, das mache ich nicht gerne. Das will ich nicht. Das will ich gar nicht erst einreißen lassen, weil wenn ich das jetzt hier, ne, dir erlaube oder so, dann möchte das jeder und das will ich nicht. Da will ich ganz klar Distanz halten. Muss ich dir sagen. So, ich setze jetzt das mal da ein. Einfach damit es weg ist, ne? Aber das ist leider noch nicht des Rätsels Lösung. Der große Käse. Ja, das ist schon echt lustig. Anscheinend ist das so ein Ausdruck im Englischen. Ich wusste das nicht. Anscheinend gibt es das wirklich, dass man so das Oberhaupt, den Chef irgendwo als den Big Cheese bezeichnet. Aber ich kannte das überhaupt nicht. Mir ist das komplett neu gewesen damals. Und umso lustiger fand ich es natürlich im Original Resident Evil 4, dass der den Bürgermeister plötzlich Big Cheese nennt, weil es ist einfach so weird, so witzig, ne? So aus dem Nichts. Warum? Warum Big Cheese? Aber ja, wie gesagt, den Ausdruck gibt es leider. Finde ich fast schade. Wäre viel lustiger, wenn das wirklich so ein Resident Evil 4 Kreation wäre. So, warum ist der Raum hier noch rot? Moment, ist der überhaupt rot oder ist es der hintere? Oh, wenn ich nicht so viel jetzt rumgurken müsste, weil ich nicht mehr weiß, was ich vergessen habe, dann könnten wir heute fertig werden. Schade. Ja, ne? Immer wieder, Danny-chan, denke ich mir. Es ist... Oh, es ist crazy, wie das Spiel noch aussieht. Finde ich auch. Auf jeden Fall. Hi, Fabio. Oh, ich merke jetzt die letzten Tage immer mehr, dass alles über 20 Grad zu heiß für mich ist. Sobald über 20 Grad hat, fange ich an zu schwitzen. Es ist einfach wirklich so. Ich bin nicht für Wärme gemacht. Ich finde es cool, dass im Sommer so viel Licht ist, so viel Tageslicht. Guck mal, das ist echt interessant. Die Tür ist jetzt wirklich rausgerissen und man kann jetzt hier durchgehen ohne Türsequenz. Das heißt, der Ladebildschirm hier war schon immer fake. Den hätte das Spiel offensichtlich nicht gebraucht. So 20 Grad sind absolut perfekt für mich. Aber alles darüber, das ist mir zu viel. Da bin ich empfindlich. Ich kann mit Kälte viel besser umgehen als mit Hitze. Minus 20 Grad, kein Problem. Nee, Quatsch. Ist auch ein Problem. Aber ja, ihr wisst schon. Was habe ich denn noch nicht gemacht, ey? Ich bin so blöd. Was habe ich übersehen? Was muss ich noch machen? Ich war in der Bibliothek und habe gegen Jan gekämpft. Ja, ich bin auch auf Twitch. Ich stream gleichzeitig auf YouTube und Twitch. Ich habe schon gegen Jan zum zweiten Mal gekämpft. Now here's a weird fucking door. Ich finde die gar nicht so weird, aber ja. Mir ist es auch zu heiß, ja. 25 Grad. Aber dass die Sonne so früh aufsteht, finde ich furchtbar. Das fand ich früher auch schlimm, aber mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile finde ich das voll in Ordnung. Sogar ganz gut eigentlich. Ich mag das, wenn die Sonne früh aufgeht und lang scheint. Wenn es lang hell ist, da bin ich mittlerweile ein Fan davon.
Aber früher mochte ich das auch nicht. So. Das ist immer frustrierend, ne? Wenn man irgendwas übersehen hat. Und ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich übersehen habe. Und dann hilft aber auch kein Guide oder irgendwas, weil ich müsste erstmal rausfinden, was ich überhaupt vergessen habe. Wisst ihr, was ich meine? Naja, plus 30 ist super, um Gottes Willen. Bei plus 30 liege ich in der Boxershort auf der Couch und mache absolut nichts mehr. So, hier, die Hedgerinker, wie sie jetzt offiziell heißen, die hatten mir überhaupt keine Chance gegen meine Pumpgun. Warum ist der Löwenraum noch, der Tigerkopfraum noch rot? Ich habe da das Rätsel vermasselt, weil ich doof bin. Ah, ich kann es nochmal machen, oder was? Ach, guck, nein. Ich verstehe. Ich wusste nämlich gar nicht, dass man das falsch machen kann. Das fand ich witzig, fand ich interessant. Im Sommer habe ich eine Hassliebe zum Regen. Es regnet, der Abend wird kühl, der nächste Tag dafür aber schwül. Hm. Boah, ich komme ja ursprünglich aus Passau, ne? Und ich schwöre euch, Passau ist die schwülste Stadt der Welt. Ich weiß nicht, man müsste da mal Untersuchungen machen, aber wenn mal die schwülste Stadt der Welt ermittelt wird, dann werde ich Passau mit in den Ring werfen. Das ist ja, ich weiß nicht, ob ihr Passau kennt, aber die Stadt ist ja bekannt dafür, dass die Drei-Flüsse-Stadt ist. Und dementsprechend, das ist wirklich so, Passau liegt in so einem Tal, umgeben von Hügel, von Berg, und drei Flüsse fließen durch. Und die Luft steht. Die Luft im Sommer hat eine Luftfeuchtigkeit von ungefähr 3000%. Und es ist komplett windstill. Und es ist einfach die absolute Hölle. So, na Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich werde wahnsinnig. Ich dachte schon, weil dieser gelbe Stein nicht reingepasst hat in die Rätselbox, aber den roten Stein habe ich versehentlich ins Tigerauge gepackt und ich habe den nicht mehr zurückbekommen. Und ich dachte mir, was mache ich denn jetzt? Wie geht's denn jetzt weiter? Aber jetzt ist alles gut. Wir haben es geschafft. Puh, Glück gehabt. Ich bist du aus Passau, sind wir fast Nachbarn, komm aus Scherding. Ah ja, ah ja. In Scherding sind, als ich ein Kind war noch quasi, immer alle tanken gefahren im Passau natürlich, weil der Sprit in Österreich so viel billiger war. Ist, glaube ich, immer noch so, oder? Aber ich kann mich erinnern, dass ich als Kind quasi jedes Wochenende im Grunde, ne, über die Grenze gefahren bin nach Österreich, nach Scherding. Das war immer nervig, weil man oft so lange warten musste. Nur fürs Scheiß tanken. Wie, Böb? Das passt da rein. Erzähl mir doch nichts, Puzzle. Ich weiß, dass das geht. So. Oh, das ist hier schon sehr streng, ne? Okay, ich muss die Teile noch mal ein bisschen zurechtrücken, befürchte ich. So. Ist eigentlich schön gemacht, dass man die Teile nochmal verschieben kann, ne? Finde ich eigentlich ganz cool. So, und jetzt passt das hier aber auch rein, oder? Nein, warum denn nicht? Oh Mann, ey. Es ist zwar schön gemacht, aber gerade nervt es ein bisschen. Okay, aber jetzt ist es doch fast perfekt. Ja. Na also. Ach, Gott sei Dank. Schlüssel. Es hat sich in einen Schlüssel verwandelt. Transformer. Das klingt irgendwie... Verwandelt ist so ein großes Wort dafür, dass so ein kleiner Schlüssel ausklappt, ne? Aber gut. Der Titel hier bei YouTube verwirrt mich. Das ansässige Böse. Ach, habe ich da ein extra S? Ne, das ist nicht korrekt. Das ist nicht korrekt. So. Update. Das ansässige Böse sollte natürlich heißen. Radioaktiver Niederschlag auf das ansässige Böse.
Sonst ergibt es ja gar keinen Sinn. Gut, dann gehe ich jetzt nochmal zurück zum Tigerkopf und dann können wir in das Spencer-Zimmer. Sehr gut. Ob Bayern deutsch ist oder nicht laut der Schule, ja. Aber ich glaube, Bayern sieht sich selber nicht als Deutsche. Doch. Auf jeden Fall. Ich glaube, viele Bayern haben sogar so ein bisschen so eine Arroganz von wegen, ja, die Preise sollten mal mehr sein wie wir oder so in der Art. So kommt es mir eher vor. Das ist aber nicht so, glaube ich, dass sich Bayern nicht als Deutsche sehen, sondern dass gerade konservative, ältere Bayern der Meinung sind, alle sollten so sein wie sie. Ganz Deutschland sollte so sein wie Bayern. Das ist, glaube ich, eher so die Herangehensweise von vielen. Mit der Hitze komme ich seit ein paar Jahren gar nicht mehr klar. Bei mir war es schlimmer früher tatsächlich. Ich komme mittlerweile besser mit Hitze klar. Früher war es ganz schlimm, aber ich bin immer noch kein Fan. Immer noch kein Fan. Nee, sieh, alles gut. War ein kleiner Tippfehler. Kannst mich gern darauf aufmerksam machen. Alles gut. passiert mir ständig. Okay, dann gehen wir jetzt. Ja, ich glaube, Söder darf man halt einfach nicht so ernst nehmen. Der ist halt einfach wirklich ein Populist. Der ist halt einfach wie ein Fähnchen im Wind, ne? Der quasselt halt, was gerade irgendwie laut Umfragen populär ist. Und einmal sagt er, wenn Atomkraftwerke nicht abgeschaltet sind, dann tritt er als Umweltminister zurück. Und ein paar Jahre später klebt er sich an das letzte Atomkraftwerk, damit es nicht abgeschaltet wird. Der ist halt, also den darf man halt einfach nicht ernst nehmen. Das ist halt einfach so. So, okay, gehe ich unten lang? Aus irgendeinem Grund, ich gehe oben lang. Kann mich nicht mehr erinnern, warum. Herbst, ja, ich muss auch sagen, Herbst und Frühling sind eher so meine Jahreszeiten. Das geht mir auch so. Das geht mir auch so. Winter ist zu kalt, Sommer ist zu heiß. Das dazwischen, die paar wenigen Wochen dazwischen, die sind nice. Aber viel zu kurz. Ich glaube, ich wäre eher jemand für so skandinavische Länder, aber ehrlich gesagt habe ich auch keinen Bock auf einen Winter komplett ohne Sonne. Das ist irgendwie auch, glaube ich, für die Psyche nicht sehr gut. Nein, bitte sag mir nicht, dass die Tür noch kaputt ist. Ach so, der Türgriff wurde repariert. Gut. Hi, Frankie Tanky. Zieh weg auf die Azoren. Dort ist immer Frühling um die 20 Grad. Das klingt nice. Tatsächlich. Ich finde weiße Weihnachten mal wieder schön. Ich auch, ne? Fände ich wirklich cool. Aber die letzten Jahre waren weiße Ostern wahrscheinlicher als weiße Weihnachten. Da ist doch ein Kerzenständer, oder? In dieser Finsternis kann ich nicht sehen. Geht denn das mit Chris? Muss ich jetzt erst upstairs gehen? Vielleicht muss ich erst mal upstairs gehen. Damit wir Rebecca retten. Kann im Remake überhaupt Rebecca sterben? Ich glaube schon.
Wie hat Rebecca so lange in dieser Villa überlebt, wenn ein so ein Hunter für sie problematisch ist? Ich meine, es kann natürlich nicht jeder so eine coole Schrotflinte haben, das stimmt schon, aber hat sie wirklich überhaupt keine Waffe? You okay? WTF? I didn't mean to get you worried. We can't stay here any longer. We have to get to the others and find a way out of here. You with me? Yes. Then I'll go ahead. Until then, Rebecca, you're on your own. Stay cool and use your better judgment. Got it? I can handle myself. Good luck. Good luck. Okay. Rebecca. I didn't mean to get you worried. Rebecca sieht erleichtert aus. Ich bin auch gekleistert. So steht es im Drehbuch von Resident Evil. Ja. Aber es ist wirklich komisch. Aber sie hat eine Waffe. Definitiv, man darf ja kurz mit ihr spielen. Sie hat zumindest eine Pistole. Aber ehrlich gesagt hat sie irgendwie nur 20 Schuss Munition oder sowas, wenn überhaupt, ne? Damit ist ein Hunter töten tatsächlich nicht leicht. Das stimmt. Aber trotzdem weiß ich nicht, wie sie überhaupt irgendwas macht. Die hat alle Waffen am Ende von Zero weggeworfen. Das stimmt eigentlich, ne? Die hat alle Billy mitgenommen. Die sollte eigentlich ein paar Waffen dabei haben, ne? Naja. Jetzt geh doch zu der blöden Lampe und mach sie bitte an. Oh Gott, danke schön. So. Da. Aber wir brauchen, wenn mich nicht alles täuscht, noch den Holzrahmen dafür, ne? Ist hier sonst noch was? Vielleicht war hier niemand. Ah, Schrotflintenmunition. Bam, nehmen wir mit. Und jetzt schiebe ich das Regal weg und dann geht's hoch zum Anwesen der Zwillinge. Oder? Der Raum sieht doch genauso aus wie in Code Veronica, finde ich. So. Schrotflinte nachgeladen. Wissenschaftliche Bücher. Ich glaube, ich versuche das jetzt mal. Den Ring im Hauptraum einzusetzen, aber ich bin mir ehrlich gesagt ziemlich sicher, dass das nicht geht, weil wir erst einen Holzrahmen brauchen. Und ich habe keine Ahnung, wo wir den wieder herkriegen. Oder habe ich den schon? Ich muss mal in die Kiste gucken, aber ich glaube nicht. Ich feiere dich und deine Fallout-Videos mega sympathisch. Dankeschön, freut mich sehr. Dinian. Dankeschön. So. Nee, ich habe nichts Rahmenmäßiges. Aber ich bin mir sicher, dass wir den brauchen, ne? Oder? Ich kann mich echt nicht mehr erinnern. Ich versuch's mal. Kommt es dir auch so vor, dass seit der Serie alle Fallout-Experten geworden sind? Weiß ich. Kann ich nicht behaupten, ehrlich gesagt. Es wird nur wieder mehr über Fallout allgemein geredet, ne? Das daran liegt vielleicht. Hi, Yin. Genau. Oh, wartet mal kurz. Könnte nämlich sein. Ah, es tut mir leid, Leute. Es ist leider schon wieder so. Ich muss das mal kurz anders arrangieren. Dieser Multistream-Chat von Streamlabs funktioniert so mit einer 50-50-Chance und ich habe es nicht gemerkt, dass der mir wieder nur die Twitch-Nachrichten anzeigt. Ich habe mir jetzt den YouTube-Chat anders hingeschoben, damit ich die YouTube-Nachrichten auch sehe. Das war gerade... Das hat noch bis vor kurzem funktioniert, aber jetzt schon eine ganze Zeit nicht mehr. Aber gut. Wie viele Abos hast du circa dazu bekommen seit der Fallout-Serie? Das waren schon einige tatsächlich. Bestimmt so 6.000, 8.000, sowas um den Dreh, glaube ich. Kann man, glaube ich, sagen, seit der Fallout-Serie. Das ist schon ziemlich cool.
Wir nähern uns den 100.000. Es dauert noch ein bisschen, ne? Ist noch ein weiter Weg bis 100.000. Aber ich meine, 70.000 ist eh schon so crazy viel, ne? Aber 100.000 ist halt so ein schönes Etappenziel. Nicht nur Etappenziel. Mit 100.000 bin ich absolut happy. Ich bin jetzt schon absolut happy. Was rede ich da? Aber 100.000 wären cool. Genau. Wir brauchen noch den Holzrahmen und ich weiß nicht, wo wir den herkriegen. Kann sich jemand... Irgendwie... Es sind doch bestimmt Resident Evil Speedrunner hier anwesend heute, oder? Oder Leute, die das quasi zum Frühstück jeden Tag mal schnell durchspielen. Wo kriegen wir denn gleich nochmal den Holzrahmen her? Was habe ich denn übersehen? Wo muss ich nochmal hin? Ich glaube, ich sollte nochmal da oben hingehen. Ich glaube nämlich, dass ich da die Taschen zu voll hatte und bin dann gegangen. Es ist halt schon so lange her, dass wir das gespielt haben. Es war so eine lange Pause jetzt, auch mit eben mit der Fallout-Serie. Hallo, süße Boy. Mühselig ernährt sich das Eichhörnchen. Ja, ja. Schritt für Schritt, ne? Das passt schon. Ja, ich finde die Fallout-Serie auch sehr, sehr gut. Auch wenn lore-technisch ein paar große offene Fragen irgendwie von der Serie aufgestellt und nicht beantwortet werden. Da bin ich sehr gespannt auf eine zweite Staffel, ob die da irgendwie noch was macht. Musst du mit dem Medaillon nicht irgendwo nach draußen, wo es auch so ein Wasserbecken gibt? Wo auch solche Schlangen kamen. Oh, waren wir schon... Habe ich schon den Wasserfall abgedreht? Oh, ich kann mich halt echt an nichts mehr erinnern. Es ist echt schlimm. Wir müssen jetzt einfach ein paar Sachen abklappern, weil ich es echt nicht mehr weiß. So, habe ich aus irgendeinem Grund eine Granate liegen lassen. Das wundert mich jetzt aber doch sehr, weil ne, die braucht ja nicht mal einen Inventarplatz. Aber okay, gut. Meinetwegen. Aber das könnte sein. Es könnte sein, dass ich nochmal in den Hof muss, weil ich... Oder? Warum steht denn der nicht auf? Ich habe mich schon gewundert. Ich habe ihm kurz ein bisschen aufgeholfen. Oh Gott, ich bin so verplant gerade. Hi, Albert Wesker. Jetzt gehe ich nochmal kurz rein, weil ich nochmal gucken will, warum der Raum noch rot ist. Aber ja, ich muss mal gucken, ne? Es könnte sein, dass ich mit Chris jetzt noch gar nicht hinterm Wasserfall war. Ah, hier sind noch Heilpflanzen, deswegen alles gut. Die Tür kann man immer noch nicht öffnen, oder? Die ist nicht entriegelt? Nee, gut. Dann gehen wir wieder. Zur Not war es das Institut, weil sie halt doof sind. Ich meine, das stimmt, ne? Die Fallout-Lore hat schon andere Probleme. Da ist die Serie jetzt nicht... Das ist schon wahr. Da ist die Serie jetzt auch nicht super ausschlaggebend. Im Grunde hat fast jeder Fallout-Teil so seine Lore-Probleme mitgebracht. Das stimmt schon. Das ist jetzt nichts Neues für die Fallout-Welt. Stell dir im Fallout Staffel 2 Intro vor, in dem die Überreste der NCR gezeigt wird und dabei California Dream spielt. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt in New Vegas weitergeht und ob wir wirklich noch irgendwie was von der NCR sehen, ob wir die Legion sehen, ob wir Charaktere sehen, ne? Das wäre interessant. Ja, okay, ich muss mal gucken. Ich muss noch mal in die Kiste. Ich muss jetzt mal kurz, Leute, ich muss mal kurz, wenn wir beim nächsten Mal im Speicherraum sind, mich kurz konzentrieren und mal bewusst die Kiste anschauen, weil ich jetzt die ganze Zeit immer zwei Augen im Chat habe und nur ein halbes Auge, ein Hühnerauge, so im Spiel so ungefähr. Ich
muss mich jetzt mal ganz kurz bewusst konzentrieren, weil sonst laufe ich hier noch eine Stunde planlos rum und bekomme nicht weiter. Nur kurz. Warum so wenig Zuschauer? Wie viel sind denn auf YouTube? Sind eh 50 sowas, oder? Twitch ja auch, ungefähr. So, jetzt lasst mich kurz schauen. Was haben wir denn wirklich? Wir haben eine Modisk. Wir haben das Wolfsmedaillon. Das brauchen wir noch nicht. Für Resident Evil Verhältnisse ist eh normal viel los heute. Wir brauchen die Kurbel und wir brauchen die Batterie. Wir haben eh alles. Das ist alles gut. Ich bin nur verwirrt. Guckt. Passt schon. Ich glaube, ich speichere mal schnell. Ich glaube, wir haben die letzte Stunde oder halbe Stunde bisher noch nicht wirklich irgendwas geschafft, ne? Aber ich speichere mal, weil wir es können. Sagt mir, ja genau, übrigens, ich habe ein bisschen mit meinen Twitch-Einstellungen rumgespielt. Weil beim letzten Mal war irgendwie bei vielen, ich habe es mir auch dann nochmal angeguckt, das ist auch in der Aufzeichnung, war, wenn sich im Bild viel bewegt hat, alles sehr pixelig und kaputt und so, ne? Deswegen haltet mich auf den Laufenden, wie die Streamqualität heute ist. Läuft's flüssig? Habe ich irgendwelche Einbrüche? Meine Programme sagen mir bisher nichts. Es scheint alles stabil zu sein. Ist das Bild gut? Und so weiter und so fort. Ne? Guckt mal. Was bringt 100.000, wenn 30 bis 40 Leute zuschauen? Also wenn meine Videos nur 30 bis 40 Leute gucken würden, dann müsste ich über das Konzept meines Kanals nachdenken. Das stimmt. So, let's go. Gehen wir in den Garten. Nein, wartet. Oh, jetzt muss ich... Ich bin so blöd. Jetzt muss ich nochmal in den Hauptraum, weil wir müssen ja... Ich habe die Gartentür wieder zugesperrt, ne? Na klar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So ist das. Todd Howard meint ja, dass die Ereignisse sehr regional stattfinden. Wer weiß, was außerhalb passiert. Und dass wir die NCA wohl nicht zum letzten Mal gesehen haben. Mhm. Also, ja, es ist in der Serie schon komisch dargestellt. Das muss man schon sagen. Es ist alles sehr seltsam. Jetzt, wenn wir mal... Ne, wenn wir mal ignorieren, dass Shady Sands einfach mal 300 Kilometer verschoben wurde, dann gibt es halt trotzdem noch viele Probleme in der Darstellung, die sehr seltsam sind. Aber theoretisch könnte man sich schon vorstellen, dass sich die NCA vielleicht wirklich nur aus dem Gebiet LA zurückgezogen hat. Das könnte schon sein. Hallo, saftig Obst. Jetzt bist du wieder bei dem Spiel, über das ich zu dir gekommen bin. Ach, das ist doch nice. Hallo, welcome back. Nur 30 bis 40 Leute, wenn ich mal so viel hätte. Hey, ich bin auch super glücklich über die Zahlen. Ne? Insgesamt 100 Leute, das ist total crazy, finde ich, für einen Livestream. Das ist total crazy. Aber auch wenn nur, ne, wenn in den Bonus-Streams teilweise nur 40 Leute da sind, es ist mir scheißegal. Es ist alles cool. Ich freue mich, wenn ihr eure Zeit hier mit mir verbringt. Aber ich bin auch kein Böse, wenn ihr was Besseres zu tun habt. Ist ja eh ganz klar. Medaille holen. So, ich muss echt ein bisschen... Ich bin heute schon sehr verwirrt, Leute. Oh, ADHS-Brain schlägt heute so richtig zu. Meine Güte. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Eieieiei. So, und jetzt gehen wir in den Garten. Trinken nicht vergessen, da hast du recht. Da hast du wirklich recht. Trinken ist eine gute Idee. Prost. In 35 Minuten 51 übersprungene Frames.
bei 2500 Bits, Mbits im Schnitt. Also bei mir sieht's gut aus. Ja, ich habe mich nicht getraut, auf 6000 zu stellen. Ich habe absichtlich auf 4500 gestellt, weil ich leider einfach nicht das beste und stabilste Internet hier habe. Das ist leider einfach so. Warum gehe ich in den Friedhof, Leute? Was bedeutet die Mitteilung, du hast eine Zuschauerserie von 3 Streams erreicht? Teile dies im Chat. Aber wenn ich da drauf drücke, steht da, ein Fehler ist aufgetreten. Okay, also warum da ein Fehler auftritt, kann ich dir auch nicht sagen, Albert Wesker. Aber das ist relativ neu, das habe ich jetzt auch schon öfter gesehen. Wenn man wirklich bei jedem Stream von jemandem mit dabei ist, ohne Unterbrechung, dann kann man das irgendwie, dann kann man damit angeben. Das hat jetzt Twitch irgendwie eingeführt. Also ich habe es zumindest auch erst vor ein paar Wochen zum ersten Mal gesehen, dass es das gibt. Keine Ahnung. Aber ja, wenn das jetzt mit 4500 gut funktioniert, dann erhöhen wir das nächste Mal auf 6000 und gucken mal. Das ist okay. Hi, Walk. Oder so. Ich muss mir wirklich für einen Hochsommer was überlegen, weil ich habe ja hier mein Büro quasi unterm Dach. Also im Obergeschoss halt einfach. Und es ist jetzt schon wirklich warm, ne? Mit Rechner, der läuft, und den Lampen hier, der Beleuchtung. Und ich glaube, wenn es im Sommer wirklich 30, 35, 40 Grad hat, wer weiß, dann werde ich hier komplett sterben. Ich brauche wirklich irgendwie vielleicht so eine, ich weiß nicht. Habt ihr Erfahrungen mit so kleinen mobilen Klimaanlagen? Hat da jemand schon Erfahrungen gemacht? Ich höre da sehr Gemischtes davon. Ich höre eigentlich, nee, eigentlich stimmt's nicht. Ich höre nicht Gemischtes, ich höre sehr viel Schlechtes davon. So stimmt's eher. Ich höre eigentlich eher so, von wegen sollte man die Finger davon lassen, entweder richtig oder gar nicht. Ja, für Durchzug sorgen ist schwierig, weil ich immer die Jalousie runter mache, weil sonst leuchtet die Sonne rein und dann ist alles komplett überbeleuchtet und man sieht nichts mehr. Ich habe mir gedacht, so eine kleine mobile Klimaanlage, die wirklich nur während ich hier sitze, während ich streame, so den Raum kühlt, wenn ich die Tür zumache. Sowas sollte doch möglich sein, oder? Keine Ahnung. Ja, das kenne ich nur allzu gut. Mein Zimmer ist zwar nicht unterm Dach, aber wenn die Morgensonne ins Zimmer scheint, dann ist mir auch sehr warm. Und ein Spiel, egal ob PC oder Konsole, ist dann nicht möglich. Zum Glück ist es abends kein Problem mehr. Ventilator wäre natürlich eine gute Lösung, aber Ventilator ist immer blöd mit Mikrofon, weil das hört man unter Umständen. Da hat man halt ein permanentes Rauschen dann einfach auf dem Mikrofon. Das ist auch nicht ideal. Ich hatte früher tatsächlich in meinem alten, viel kleineren Büro, das hat sich auch ziemlich aufgeheizt, einen Ventilator öfter unterm Tisch stehen, damit wir wenigstens die Beine ventiliert werden. Das ist auch nicht schlecht gewesen. Aber da muss ich mir wirklich was einfallen lassen. Das ist schon unangenehm. Aus persönlicher Empfehlung empfehle allein schon wegen Stromkosten lieber Ventilator. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich bin mir sicher, dass das gute Software schon sehr gut rausfiltern können. Ehrlich gesagt kenne ich mich mit so Audio-Geschichten ganz schlecht nur aus. Da bin ich wirklich kein Experte drin. Ich habe alles immer irgendwie so zusammengeschustert, dass es schon eigentlich ganz gut funktioniert. Aber ich habe davon keine Ahnung. Gronkh ist damals vom Dachgeschoss in den Keller gegangen. Ja, kann ich voll verstehen. Der Keller, ich bin gerade noch dabei, den Keller zu renovieren. Der ist noch nicht fertig und ist noch ziemlich eklig teilweise. Und ich glaube, ehrlich gesagt, da habe ich auch keinen Platz mehr, leider. Das ist noch das andere Problem, das noch dazukommt. Aber das wäre natürlich die einfachste Lösung.
Nicht jeder hat einen ausgebauten Keller, ganz genau, eben. Das kommt halt noch dazu. Suche einen Angestellten, der umsonst arbeitet, der dir Luft zufächert. Oder immer so pustet. Der hat immer so im Stream so dicht neben mir ist und mir die ganze Zeit so ins Gesicht pustet. Sehr gut. So machen wir es. Ausgezeichnet. Auf die Terrasse raus, die Füße in einen kleinen Kinderpool. Oh, da hätte ich Angst. Das hat mir auch irgendwann mal im Sommer, als auch sehr heiß war beim Stream, schon mal jemand empfohlen, dass ich so ein kleines Becken unter den Tisch stellen soll mit kaltem Wasser. Aber das wäre mir viel zu gefährlich, weil ja auch vor allem auch mein Rechner und alles auf dem Boden steht und Steckleisten und sowas. Hey, wenn da nur ein bisschen was überschwappt, dann habe ich echt ein Problem. Da bin ich kein Fan davon. Der wird in Minzdrops bezahlt fürs Pusten. Das ist eine gute Idee, ja. Holy Ventilatoren, das ist eine gute Idee. Ja. Danke nochmal für deinen Resi-Guide für mich im letzten Stream. Will jetzt nächstens die Tage mit Resi anfangen. Hab mir jetzt die Spiele besorgt. Ah, und mit welchem fangst du an? Und welche hast du dir besorgt? Es ist geil, sich im Sommer eine Wärmflasche mit kaltem Wasser zu füllen. Ja, das ist auch eine gute Idee. Ich habe auch immer so Kühlakkus halt einfach in irgendwelche alten, also nicht alten, aber in irgendwelche Lappen oder Handtücher gewickelt. Ich glaube, da hätten die Nachbarn Spaß dran, wenn ich mir da draußen irgendwas aufbaue und dann bis mitten in die Nacht irgendwie reinstreame und rumschrei. Und ich hätte auch keinen Bock auf Bildschirme mit Mücken anlocken. Sandwich. Chris's Sandwich. Ta-ta-ta-ta. Röhre. Ups. Klingt vielleicht garantiert blöd, aber wie wär's denn, wenn du so eine Kühlmatte... You were almost a Jill sandwich. So eine Kühl... Ich kenn sowas, so eine Gelmatte, oder? Ich kenn sowas für Hunde im Sommer. Sowas vielleicht. Enrico, don't come any closer, Chris. What happened? Double crosser. Enrico, wait. Enrico! Enrico! Double nicht mal indirekte Supporten habe ich mit deinem Code gerade das Starter Set Deluxe bei Holy geordert. Super cool. Ich hoffe, es schmeckt dir. Ich hoffe, du magst die. Ich bin wirklich ein Riesenfan. Jetzt Sponsoring hin oder her, aber ich bin wirklich ein großer Fan von den Holy Ice-Tees. Die finde ich mega gut. Und da vergeht kaum ein Tag, an denen ich keinen trinke. Und ich trinke auch öfter die Energy-Drinks tatsächlich, aber ich bin halt einfach nicht so der Energy-Mensch. Schmecken würden mir die echt gut, aber ich will nicht so viel Koffein trinken. So, ich befürchte, Enrico ist tot. Eine mysteriöse Kugel aus dem Nichts hat ihn getroffen. Und leider konnte Chris nicht so schnell gucken, wie die Kugel geflogen ist. Oder so. Moment, er hält was in Händen. Eine Kurbel. Ich meine, wir brauchen es nicht und so, aber... Warum nimmt Chris ihm die Waffe nicht ab? Ich meine, er ist tot, Enrico braucht sie nicht mehr... Oh, der erschreckt mich wirklich jedes Mal. Und unter Umständen, gerade auf hohen Schwierigkeitsgraden, wird's gar nicht schaden ab und zu. Vielleicht doch nochmal eine Pistole mit ein paar Schuss mehr zu haben, ne? Aber ja, der mysteriöse Fremde war es. Ich glaube auch,
als Enrico seine Waffe gezogen hat, hat Chris ganz automatisch aus Reflex in den Wets-Modus gewechselt. Dann kam der mysteriöse Fremde und hat ihn erschossen. Dam, dam, dam. Na komm. Das sieht so riesig aus. Oh mein Gott. Die Kameraperspektive ist platziert. Riesenhunter. Oh, keine Ahnung, Puzzles. Ich kann dir da keine medizinische Beratung geben. Ich kann dir nur sagen, dass ich schon mal sowas Ähnliches hatte und bei mir kam das, was ich aber überhaupt nicht gecheckt habe, witzigerweise einfach vom Nacken. Das waren einfach nur Nackenwirbel. Die habe ich da die ganze Zeit so komisch knacken gehört im Ohr. Hat sich so angefühlt, als wäre was im Ohr, aber dann hat mir jemand den Nacken eingerenkt und dann war es tatsächlich weg. Aber, ne, keine Ahnung. Gibt wahrscheinlich 1000 Gründe, warum es im Ohr knackt. Aber schau's dir, lass es dir auf jeden Fall mal anschauen. Der Körper ist faszinierend, ne? Was nicht alles knacken kann im menschlichen Körper. Verrückt. So, 32 Farbbänder, na, das ist gut. Knacken, einrenken klingt wie was, das nicht gesund ist. Warum nicht? Ich meine, vielleicht habe ich es ein bisschen komisch formuliert, aber doch. Das, wo es geknackt hat, wurde mir wieder eingerenkt. So stimmt's dann eher quasi. Es hat sich entknackt. Oh Gott, ein Gedicht oder was von Nomi Crafter. Hallo Chat, ich bin jetzt da. Lasst uns schreiben, wunderbar, den Stream genießen und noch mehr, ja. Das gefällt mir wirklich sehr. Holt euch Snacks, macht euch bequem und lasst endlich den Alltag gehen. Ungewöhnlich, dass ich sogar schon als Begrüßung direkt anfange zu reimen. Aber lasst uns spielen, lachen und endlich diese Zombies platt machen. Sehr gut. Das gibt von mir zumindest den Literaturnobelpreis. Also falls ich mal ins Komitee eingeladen werde, und ich finde, das wäre höchste Zeit, ne, dann kriegst du einen Brief. Was? Ah, ich stand noch nicht. Die Perspektive, okay. So. Ich hatte so ein Knacken auch schon mal, bei mir kam es aber vom Kiefer, ja. Das macht auch Sinn. Na, wenn es in der Kopfregion knackt, dann hört man das halt einfach sehr laut und penetrant. Na klar, ohne Reime geht hier nichts. Habt ihr das als Kind auch öfter gemacht? Oder vielleicht auch als Erwachsene? Ich weiß es ja nicht. Aber ich habe es als Kind öfter gemacht, dass ich einfach nur so zum Spaß immer so einen ganzen Tag oder so nur in Reimen geredet habe. Ich glaube, wenn ich das weiter verfolgt hätte, dann wäre ich heute Freestyle-Rapper-Superstar. Dan Spies 76, vielen, vielen Dank für deine 10 Euro. Dankeschön, das ist super nett von dir. Ein paar Kronkorken in die Kollekte. Dankeschön, sehr nett. So, Chris. Ich bin verwirrt.
So, danke schön. Geschafft. Habe ein paar Gedichte sogar geschrieben. Vielleicht veröffentliche ich die auch mal. Na, warum denn nicht? Oh-oh. Black Tiger. What? Ach so, ich lieg am Boden. Ich dachte gerade, das wäre irgendwie ein Glitch und die Spinne hat es geschafft, uns aus dem sichtbaren Feld zu schießen. Das wäre lustig. Oh, schon leer. Oh, wie lame. Ich bin leider vergiftet. Das ist jetzt ungünstig. Ach, wisst ihr was? Scheiß drauf. Ich nehme jetzt das Erste-Hilfe-Spray. Wir haben genug auf Vorrat. Der Mann hinter den Fallout-Videos. So nennt man mich. Das steht in meiner Geburtsurkunde. Jetzt hau doch ab, Spinne. Gemeinheit. Ich finde, jeder sollte einmal den... Das wäre nur fair. Jeder sollte einmal den Resident Literaturnobelpreis kriegen. Das wäre nur fair in meinen Augen. Ich hätte wirklich gerne Platz im Inventar. Hurra. Gucken wir mal. Ich gehe einfach weiter. Wir werden schon nicht sterben. Ah, guck mal. Perfekt. Dann nicht ausrüsten. Nicht prüfen. Ein Menüpunkt haben wir noch. Nicht kombinieren. Hä? Muss ich das anklicken? Ja, okay, gut. Kennt ihr noch den ganz früh... Kennt ihr noch von ganz früher die Süßigkeit... mit dem Namen Kieferknacker. Tatsächlich nur aus Erzählungen. Kenne ich so gar nicht. Ich wäre schon zufrieden, wenn alle meine Bücher Bestseller werden. Ich wäre auch schon zufrieden, wenn alle meine YouTube-Videos Millionen Klicks hätten. Das kann man doch wohl erwarten. Finde ich auch. So ein Millionchen oder zwei, ne? Das wird schon gehen. Oder zehn. Kommt noch, ja. Wenn dann die zweite Staffel vom Fallout kommt, dann schauen wir mal. Oder Fallout 5. Was muss ich gleich nochmal machen, dass sich der Fels bewegt? Ich habe das schon beim letzten Mal nicht auslösen können. Und ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich falsch gemacht habe. Ich klicke auf den, ich laufe um den rum, ich mache alles. Aber der blöde Fels rollt einfach nicht. Muss ich hier noch ein bisschen kurbeln? Einmal kurbeln wir noch. Ja, jetzt passt's. Gut. Eigentlich müsste ich schon fast ein Cameo in der Serie bekommen. Das wäre so crazy. Oder in dem Spiel. Wie, also ich meine, ne, komplett unrealistisch, obviously. Aber wie geil wäre das, oder? Das wäre doch absolut geil. Also das wäre schon der absolute Hammer. Oder so eine kleine Sprechrolle. Ich würde sofort so einen kleinen NPC vertonen oder sowas. Das wäre super lustig. Eben, ne? Wenn Chris hier ein paar Jahre später gelandet wäre, dann würde die Felsen einfach verprügeln, wenn die versuchen, ihn zu zerquetschen. Lächerlich. Aber andererseits hat er sich ja hier erst sein Steintrauma geholt und deswegen wird er dann später zum Steineklopfer. So, super weirdes Rätsel. Let's go. Das ist wirklich so eine komische Rätselkonstruktion. Wenn man sich das mal
logisch vorstellt, ne? Wie das konzipiert ist, das Rätsel. Dann machen wir so eine Einbuchtung in die Wand und schieben die Statue ganz an die Wand. Weil dann kann man die ganz schlecht von der Wand wegschieben. Außer man benutzt diese Einbuchtung. Das ist so weird. Stellt euch vor, Chris hätte die unglaubliche Fähigkeit zu ziehen, statt nur zu schieben. Bam, hätte das ganze Rätseldesign kaputt gemacht. Aber vielleicht kann man im Resident Evil-Universum nicht ziehen, sondern nur schieben. Das ist vielleicht so ein physikalisches Gesetz einfach. Was genau wurde in der PS5-Version zur 4, von Fallout 4 geändert? Gar nicht so viel. Es gibt irgendwie jetzt ein paar kostenlose Inhalte aus deren Shop da, mit so ein paar Missionen und sowas. Und ich glaube, ehrlich gesagt, hauptsächlich Framerate und Auflösung. Ich glaube, sonst eigentlich nichts. Und es funktionieren keine Mods mehr und es ist scheinbar ziemlich verbuggt, was ich so gelesen habe. Aber die Erfahrung habe ich selber noch nicht gemacht. Nee, Radiosprecher wäre schon eine viel zu große Rolle. Wenn dann wirklich irgend so ein kleinen random NPC oder so, das wär cool. Einen mutierten Ödland-Tintenfisch. Die haben Bugs hinzugefügt, weil es ja Features laut Todd sind. Ich meine, was wäre ein Bethesda-Spiel ohne Bugs, ne? Das stimmt schon. Da muss ich ihm schon recht geben. It just works. Klebeband! Sieht wirklich so aus, ne? Nein, come on, jetzt muss ich schon wieder ein Heilmittel verschwenden. Das ist ein bisschen nervig, dass man in dem Teil noch nicht kombinieren darf, während man aufhebt. Ne? Wisst ihr, was ich meine? So, jetzt lass mich nochmal kurz gucken, weil ich jedes Mal wieder löse ich das Rätsel viel zu kompliziert und es ist eigentlich viel einfacher. Viel zu einfach. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Wie immer. Ich glaube, das war's schon, oder? Okay. Ich habe irgendwie keine Waffe in der Hand. Ich bin ja schon froh über meine aktuelle Sprechrolle als Reporterin in einer Creepypasta-Serie zum Mothman. Na, ist doch auch cool. Stimmt, ich habe jetzt, das habe ich euch noch gar nicht verlinkt, ne? Ich habe jetzt auch für Tastenhauer, der mir auch schon bei Realwelt-Lore, bei Geschichte geholfen hat, bei manchen Fallout-Videos, bei dem zu Concord, der macht so eine Reihe, wo der irgendwie mit Freunden so Einsätze fliegt in so einem Flugzeugsimulator und da habe ich quasi auch einen NPC im Grunde vertont. Einen Bomberpiloten. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ich glaube schon. Aber stell dir vor, Fallout New Vegas wäre ohne Bugs released. Ja, das wäre zu krass. Das wäre ein zu gutes Spiel gewesen. Dann hätten wir so die Baldur's Gate 3 Thematik damals schon gehabt, dass alle anderen gesagt hätten, also das ist jetzt aber schon unfair, dass ihr so ein gutes Spiel hier rausbringt. Finde ich nicht fair. Wie sollen wir denn diese hohe Erwartungen jemals toppen? Schon gemein, ne? Bringen die einfach ein so gutes Spiel raus. Das finde ich nicht fair den anderen gegenüber. Ganz so war es ja nicht. Aber überspitzt gesagt, schon ein bisschen. Hast du eigentlich ein Fallout 4 Lorecore-Video zu Covenant gemacht? Oh, das ist so ein Wunderpunkt, den du da ansprichst, weil ich habe doch das komplette Commonwealth-Erkundungsreihe, ne?
die ich dann irgendwann mal pausiert habe und seitdem nicht mehr weitergemacht habe, jetzt schon seit Jahren mittlerweile. Aber ich habe immer noch nicht damit abgeschlossen. Ich will die tatsächlich noch weitermachen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Covenant ist genau der Ort, an dem mein Lore-Savegame quasi aufhört. Da stehe ich davor. Ich habe da schon erste... Ich habe immer noch auf meinem Rechner erste Aufnahmen und erste Notizen zu Covenant und habe so ein bisschen die NPCs strukturiert, den Text strukturiert, ne, damit man dann irgendwie eine Geschichte draus spinnen kann. Und da habe ich aufgehört. Das ist genau... Das wäre das Nächste, das jetzt kommt, wenn ich die Reihe mal weitermache. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist jetzt so ein bisschen, wisst ihr, das ist so, das hat ehrlich gesagt halt einfach blöde Algorithmusgründe. Das ist ein bisschen traurig, dass das so ist, aber ich muss mich halt auch ein bisschen nach dem Algorithmus richten. Und die Reihe über alle Orte im Commonwealth haben einzeln halt auf Dauer nicht mehr sehr gut funktioniert. Und das hat leider tatsächlich meinen Kanal beeinträchtigt, weil wenn YouTube merkt, okay, die eigenen Abos von dem Kanal interessieren die Videos nicht mehr, dann werden die weniger weiterempfohlen und das ist schlecht. Deswegen musste ich im Grunde aufhören mit der Reihe und andere Videos machen, die mehr geklickt werden, die besser geklickt werden. Die großen Sammelvideos, ne, dieses große 12 Stunden alle Orte aus dem Commonwealth Teil 1 Video, das läuft dagegen sehr gut. Das mag der Algorithmus. Das empfiehlt er. Und jetzt überlege ich, ob ich so mache, aber das ist halt dann, das dauert dann Monate bis zum nächsten Teil, obviously, dass ich die Orte weiter erkunde und schon im Grunde Ort für Ort die Videos fertig mache, aber halt nicht einzeln veröffentliche, sondern sammel und dann in großen Sammelvideos veröffentliche. Das wäre so eine Möglichkeit, wie ich die Reihe weitermachen könnte. Ansonsten habe ich ja schon den Kanal Landsquid Zweitreiter angelegt. Auf dem gibt es bis jetzt noch keine Videos. Aber ich könnte mir vorstellen, dass solche Reihen, von denen ich weiß, dass die auf dem Hauptkanal leider nicht so gut performen werden, auf dem Zweitkanal laufen, wo es wurscht ist. Und dann kommen die großen Sammelvideos auf dem Hauptkanal. Das wäre auch noch eine Lösung. Okay. Ach so, warte mal, genau. Nee, ich will hier wieder raus. Ich muss auf den Zylinder gucken. Es war irgendwie 4231 oder sowas. Ja, ich weiß. Ich hab's vergessen. So. Ich muss das, glaube ich, nicht mal drehen, ne? Ich kann, glaube ich, einfach 4231 eingeben und dann passt's. Ja, 2, 3, 1. Da, 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 da. Die Firmen habe ich erfolgreich, genau, aber das ist auch nicht so ein Monsterprojekt. Weißt du, ich mache so Reihen super gerne und ich führe die eigentlich auch gerne zu Ende. Aber wenn ich merke, okay, jetzt geht's los, dass die Klicks schwächeln, weil die Reihe schon super lang läuft und so weiter. Aber ich weiß, ich habe eh nur noch 5 Videos, ne? Dann machen wir die fertig. Dann ist mir das wurscht. Aber das ist halt eine Reihe, die würde noch ein ganzes Jahr laufen oder länger. Dann wird's gefährlich. Das ist halt leider ein bisschen doof, weil man halt doch ein bisschen an die Marktrealitäten gebunden ist, oder wie man das sagen soll. Ich kann schon so ziemlich machen, was ich will, das ist schon klar, aber wenn ich will, dass der Kanal nicht stirbt, dann muss ich ein bisschen gucken, was sinnvoll ist. Deswegen haben so viele Leute einen Zweitkanal. Das ist halt eher so eine indirekte Vorgabe von YouTube, vom YouTube-Algorithmus. Im Grunde sagt einem YouTube so, hey, versuch auf deinem Hauptkanal nur das zu bringen, von dem du glaubst, dass es auch wirklich geklickt wird. Und deswegen hat fast jeder einen Zweitkanal, damit da eben dann alles andere läuft. Es gibt ja sogar Reaction-Streamer, die einen Erst- und einen Zweit-Reaction-Kanal haben und so weiter. Ja, es macht schon alles Sinn. Aber ehrlich gesagt habe ich mich ewig lang nicht mit sowas beschäftigt, weil es mich halt auch nicht wirklich interessiert hat. Und es interessiert mich eigentlich immer noch nicht, aber es gibt halt so ein paar Grundregeln, auf die muss man schon ein bisschen achten. Sollte man. By the way, die Reihe war sehr gut gemacht, dankeschön. Das freut mich.
Also Klicks sind wichtiger. Nicht nur die Klicks. Die Watchtime ist zum Beispiel auch sehr, sehr wichtig. Also wie lange wird das Video geguckt? Und da ist es YouTube scheinbar sogar egal, wie lang das Video ist. Also wenn jetzt ein 6 Minuten langes Video im Durchschnitt 5 Minuten geguckt wird, wäre das zwar eine crazy Watchtime, aber YouTube sagt, nur 5 Minuten Watchtime für das Video, das ist aber nicht gut. Aber wenn ich ein 12-Stunden-Video hochlade und das wird im Durchschnitt nur irgendwie eine halbe Stunde geguckt, ist das zwar anteilig viel weniger, aber YouTube sagt, eine halbe Stunde Watchtime, das ist aber nicht schlecht, sehr gut. Das Video promoten wir. Es ist weird. Der YouTube-Algorithmus ist weird. Der hat halt einfach weirde Regeln. Aber wenn man die ein bisschen kennt, dann macht es einem das leichter. Deswegen ist immer besser, alle, die das Video gucken, auch bis zu Ende gucken. Das stimmt tatsächlich, ja. Das hilft tatsächlich. Ich glaube, bei Twitch ist es sogar so, aber da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, dass Twitch das sogar merkt, wenn man den Ton wegmacht. Also wenn man einen Stream im Hintergrund in einem anderen Tab laufen lässt und da macht man den Ton weg, weil man was anders macht, dann registriert das Twitch, glaube ich. Ich glaube, das war so. Ja, es ist einfach... Aber ja, mein Gott. So deep bin ich da auch nicht drin, ne? Moment mal, Au, voll reingelaufen. Das hat wehgetan. Ich habe mich verlaufen. Ah, ich habe mich gar nicht verlaufen. Das war richtig. Sehr gut. Deswegen legen viele Twitch-Streamer auch Wert darauf, wenn jemand nur nebenbei guckt, dass man das in den Lurk geht. Gibt's eine Mechanik, dass man sich für den wirklich offiziell in den Lurk geht? Wirklich? Auf Twitch kenne ich mich noch weniger aus als auf YouTube. Also da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner. Ich schaffe gerade so, dass das hier alles irgendwie funktioniert. Gerade so. Da hört aber dann schon auf mit meiner Expertise. Das war eine ordentliche Lisa Trevor Backpfeife, ja. Oder eher eine Hüftpfeife oder so. Eine Beckenpfeife. Ja, Ausrufezeichen Lurk. Aha. Ich dachte wirklich, das macht man nur so zur Information. So von wegen, hey, nur zur Info. Ich bin jetzt dann mal im Lurk. Ja, klar, ohne Leerzeichen. Moment mal, habe ich mich jetzt gerade verlaufen? Bin ich hier falsch? Das ist kaputt. Nee, ich bin schon richtig. Ich glaube, das Beste bzw. Lustigste wieder waren die 101 Fehler und die 101 Fehler korrigiert in der Fallout-Lore. Ja, das war auch lustig. Das hat mir auch Spaß gemacht, das zu machen. Also die 101 Fehler sammeln war viel Arbeit. Das war auch, also das war wirklich anstrengend. Aber dann quasi sich zu überlegen, wie man diese 101 Fehler reparieren könnte, das hat mir Spaß gemacht. Das war ein lustiges Video. Bei der Fallout-Serie werden es zwar keine 101 Fehler, aber da habe ich mir auch schon gedacht, ob man da auch sowas machen könnte. Ich mag Lurker nicht, weil dann kann man sich auch Videos angucken. Ach nee, ich verstehe das vollkommen. Ich selber lurk auch sehr viel in Streams. Da habe ich gar kein Problem damit. Warum haben die hier unten so viele Flammenwerfer? Und vor allem, warum haben die einen einzelnen Flammenwerfer in so einer riesigen Kiste gelagert?
Und warum gibt es hier überhaupt keine Sicherheitsvorrichtungen wie ein Geländer oder sowas? Aber das ist Umbrella, ne? Das ist Umbrella. Das passt schon. So ist Umbrella eben. So, Lisa, ich komme. Den habe ich aus dem Stein gepresst. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das eine Flammenwerferpresse. So eine Art primitiver 3D-Drucker, der einfach in den Stein reindruckt. Hebel umlegen. Da ist Chris eiskalt. Oh mein Gott, ich habe mich verlaufen. Ah, Chris, wir haben es geschafft. Schnell. Häng den Flammenwerfer hin. Da muss ich ihn jetzt wieder so auswählen, oder was? Ach, das Spiel weiß auch nicht, was es will. Aber gut. Wir haben es geschafft. Was kann, dann sind es unlogische Dinge. Das ist wirklich gut, ne? Man kann im Resident Evil-Universum, in den älteren Teilen, kann man viele Logikfehler damit erklären, dass Umbrella einfach echt super weird und dumm ist. Und alle bei Umbrella sind super weird und dumm. Das macht alles Sinn. Tada! Schmuckkästchen. Eigentlich finde ich, hat Lisa ganz schön. Aber jetzt mal ernsthaft kurz, ne? So lore-technisch ist das eigentlich super interessant, wie Lisa ihr Zimmer eingerichtet hat. Weil das die hier Bücher sammelt. Weil ich meine, das ist ein Loch in der Kanalisation. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier niemand vorher gewohnt hat und dass sie das einfach übernommen hat. Das sieht schon so aus, als hätte sie sich das hier eingerichtet. Und das ist richtig ordentlich. Die hat sogar sich Kerzen und kann die selber anzünden und ein gemütliches Bettchen. Die sammelt Bilder anscheinend irgendwie. Eine Menge Fotos von einem jungen Mädchen im Laufe ihrer Kindheit. Das zeigt ja, wie viel Intelligenz bei ihr noch übrig ist, ne? Schade, dass man nicht mit ihr kommunizieren kann. Moment, Chris, hast du schon mal versucht, mit ihr zu kommunizieren eigentlich? Haben wir nie versucht, ne? Das wäre mal eine Idee. Mein Gott, stellt euch das vor. Man könnte einfach sagen, Lisa, ich finde Umbrella auch scheiße. Und dann sagt sie, Umbrella auch scheiße finden? Dann ist man einfach Freunde. Und am Schluss kämpft man mit Lisa gegen den Tyrant und dann steigen die Chris und Lisa in den Hubschrauber und fliegen in den Sonnenuntergang. Und Jill wird vergessen und stirbt. Ein Familienfoto und Notizen. Auf der Rückseite steht etwas geschrieben. Progenitor-Virus verabreicht. 10. November 1967. Jessica, Virustyp A. Plasmolyse des Gewebes nach Zellaktivierung. Virusfusion negativ. Aktion eliminiert. Lisa, Virus B-Typ. Plasmolyse des Gewebes nach Zellaktivierung. Virusfusion positiv, aber verzögert. Körperliche Veränderungen. Konstante Ergebnisse beobachten. Status: Schutzbeobachtung dauert an. George, Aktion Termination 30. November 1967. Jemand hat ein Tagebuch hinterlegt. 14. November 1967. Seit der Spritze ist mir schwindlig. Mami ist verschwunden. Was haben Sie mit ihr gemacht? Sie hat mir versprochen, dass wir zusammen flüchten. Sie ist ohne mich entkommen. Hat sie mich verlassen? 15. November 1967. Ich habe Mami gefunden. Wir haben zusammen gegessen. Ich war sehr glücklich. Aber sie war eine Fälschung, nicht meine echte Mami. Dasselbe Gesicht, aber anders innen. Muss Mami finden. Muss Mamis Gesicht wiedergeben. Ich habe Mamis Gesicht zurückgeholt. Niemand bekommt meine Mami außer mir. Ich setze ihr Gesicht auf, damit sie nicht weggehen kann. Mami traurig, wenn ich sie ohne ihr Gesicht finde. 17. November 1907. Aus Kasten strömt Duft von Mami. Echte Mami in Kasten? Kasten steinhart, tut weh. Stahlseil im Weg. Kann Mami nicht sehen, weil vier Steine.
Hä? Wenn sie weiß, dass die vier Steine das Problem sind, warum schubst du die nicht einfach selber weg? Aber okay, gut. Ich nehme das mal mit hier. Nein, nicht die Fässer, Chris. Für einen kurzen Moment dachte er, er ist Donkey Kong. So. 20 Uhr, ja genau, 20 Uhr ist ungefähr für Fallout 1 dann angeplant. Okay, dann holen wir jetzt das Medaillon. Hier in dem Areal gibt es Aufnahmen, Vor-Release-Aufnahmen, Beta-Aufnahmen von Chris mit einem Laser. Oh, ich bin schon wieder im Kreis gelaufen. Mit einer Laserwaffe, die wirklich so einen konstanten Beam abfeuert. Und scheinbar war die Waffe allerdings nur für die Demo wirklich. Das war nur so eine Partikel-Effekt-Demo-Geschichte. Die waren nie wirklich für Spiele geplant. Aber ich hätte gern den Laser als Bonuswaffe, muss ich sagen. Der sah cool aus. Viel zu wenig Laser für mich in Resident Evil. Wie viel Schrot haben wir denn? Ach, genug. Ich muss wirklich nicht sparen. Alles gut. Laser, ganz genau. Okay. So, dann geht's jetzt zu Lisas Bosskampf schön langsam und dann in das Labor. Aber durchspielen werden wir es vermutlich leider heute doch nicht mehr. Ich dachte, wir schaffen es heute noch. Aber leider habe ich die erste halbe Stunde einfach mit dem Kreislaufen verbracht. Schade. Fatman wäre auch eine interessante Bonuswaffe, das stimmt. Ah, ich muss wirklich immer aufpassen, weil der blöde YouTube-Chat mir nicht angezeigt wird und ich denke immer nicht dran. Sorry, YouTube-Leute. Ich sehe euch manchmal nicht. Oder zu spät. So, habe ich die Medaille mitgenommen? Ich hoffe es doch. Aber ich bin so verplant heute. Ohne Scheiß, aber ja, ich habe sie mitgenommen. Ohne Scheiß bin ich heute verplant. Meine Güte. Okay. Dann gehen wir jetzt zurück in den Hauptraum. Mach dir nichts draus, deine Orientierung. Meine Orientierung ist auch nicht besser. Ja, aber ich habe wirklich, also ich habe wirklich keinen Orientierungssinn in Videospielen wie in Real Life. Es ist einfach wirklich so. Ohne Navi wäre ich komplett aufgeschmissen. Ganz egal, was ich mache. Und selbst mit Navi ist es manchmal schwierig, dass ich dahin finde, wo ich hin will. Es gibt halt leider ein paar Spiele, wo ich tatsächlich raus bin, wo ich die ich tatsächlich leider nicht spielen kann, weil ich keinen Orientierungssinn habe und mich ständig verlaufe und nie weiß, wo ich hin muss und das frustriert dann einfach sehr stark. Bei Control ging es mir zum Beispiel so. Control hat mir eigentlich echt gut gefallen, aber ich habe dann so im letzten Drittel, glaube ich, aufgehört,
weil ich einfach dauernd im Kreis gelaufen bin. Ich wusste nicht, was das Spiel von mir will. Ich wusste nicht, wo ich hin soll. Ich war nur verwirrt und das hat mich einfach nur genervt. Deswegen konnte ich es nicht mehr durchspielen. Hallo, Lurkerchen. Ja, das stimmt. Lisa kann einem schon echt leid tun. Die ist halt wirklich, die ist halt die interessanteste, ich glaube, man kann schon sagen, die ist wahrscheinlich die interessanteste Resident Evil-Figur überhaupt, oder? Ich glaube, das ist nicht zu viel gesagt, tatsächlich. Hauptfiguren und alles mit eingerechnet. Control ging noch. Hab mich gut zurechtgefunden, dank der Map. Nee, ich gar nicht. Eine alte Schreibmaschine, wenn ich doch nur Farbband hätte. Ich glaube, ich speichere wirklich. Auch wenn ich nicht denke, dass irgendwas schief geht. Aber wir haben schon lange nicht mehr gespeichert. Ich meine, ob Lisa Trevor tot ist, wir wissen es nicht, ne? Keine Ahnung. Im Hauptspiel springt sie in ein Loch. In Umbrella Chronicles wirft Wesker ihr einen Kronleuchter auf den Kopf. Aber come on. Ein Kronleuchter auf den Kopf soll sie plötzlich umbringen, nachdem sie unsterblich ist. Und Umbrella hat es nie geschafft, sie zu beseitigen. I don't know. Und dann explodiert halt die Villa. Okay, gut. Aber wer weiß, ob Lisa Trevor noch irgendwo da draußen ist. Ich glaub's. Ich glaub fest daran. Ne, die alte Filmregel. Wir haben keine Leiche gesehen. Also glaube ich nicht, dass sie tot ist. Aber ich glaube leider auch nicht, dass Capcom nochmal jemals irgendwas mit der Figur machen würde, auch wenn es großartig wäre. Aber ja. Boah, ich habe irgendwie, weil ich gerade durch so Höhlen, wenn... Oh nein, ich habe eine Modis, glaube ich, vergessen, oder? Ist mir jetzt aber ehrlich gesagt egal. Tut mir leid, Chill. Falls ich die Modis vergessen habe, auch im Remake hier in den Höhlen, musst du leider... Können wir dich leider nicht retten, Chill. Habe jetzt keinen Bock mehr. Was wollte ich sagen? Ach so, ich habe eine Doku gesehen über Höhlenexpeditionen. Meine Güte. Take a piece of the action. Ich weiß nicht, warum Leute sowas machen. Wenn ich nur zusehe, wie sich Leute durch so super lange, enge Höhlengänge durchwinden, ey, dann werde ich schon klaustrophobisch, ohne Scheiß. Das ist ja total verrückt. Irre. Was Menschen machen, oder? Aber gut, müssen die ja wissen. Oh oh, Wesker! Hilfe! Das war gerade ein stylischer Move. Leider halt voll daneben, ne? Aber sie hat es versucht. Im Original gab es keine Lisa. Nee. Genau, das ist die Remake-Ergänzung quasi. Ach, die mutiert doch einfach immer weiter und wird immer größer und blobmäßig. Es wäre für Resident Evil Monster typisch, ne? Eigentlich sollte man meinen, dass so eine Villa-Explosion der eigentlich gar nicht so viel tut, sondern sie wird nur noch größer dadurch und unmenschlicher. Ja, das wäre die typische Entwicklung. Ohne Raketenwerfer oder vielleicht noch Magnum. Lass ich noch durchgehen, aber ohne Raketenwerfer und Magnum kann man einfach keine Bosse töten. Nein, ich muss nochmal zurückgehen. Die Tür hier, das finde ich ganz interessant. Die Tür hier ist im Originalspiel ja irgendwie nur so zugenagelt mit ein paar Brettern. Und in der frühen Version von Resident Evil gab es, oder es gibt sogar noch in den Dateien, in den Spieldateien, ein Item, das heißt Spitzhacke. Und es wird angenommen, aber ob es wirklich stimmt, weiß man nicht, dass irgendwann mal geplant war, dass man mit der Spitzhacke die Tür öffnen kann, weil die führt direkt zum Hubschrauberlandeplatz und dass dann das Labor quasi nicht vorgekommen wäre. Und ehrlich gesagt, glaube ich, hätte das Original Resident Evil gar nicht so stark drunter gelitten, wenn es keinen Laborabschnitt gegeben hätte, oder? Aber doch, ja, nee,
Gerade die Szene mit Wesker, das hätte schon gefehlt. Das hätte schon gefehlt, das stimmt. Aber hey, das ist wirklich nur eine Theorie. Also es kann genauso gut sein, dass man in der Spitzhacke irgendwie wirklich in Resident Evil 5 Manier die großen Felsbrocken hätte mal kaputt hauen sollen oder so. Wer weiß. Apropos Blob, vielleicht geht man ja in Resident Evil 9 zurück in die Ruinen von Raccoon City. Ja, das wäre mega awesome, oder? Das ist natürlich nur reine hundertprozentige Nostalgie, aber das fände ich absolut mega cool. Das wäre der Hammer. Ich würde ja feiern, wenn im Remake von Resident Evil 6 Wesker zurückgeholt wird. Der könnte doch sicher neu aus der Hose wachsen. Denn die ist ja nicht in der Lava zerstört worden. Die Hose? Hat der vorher seine Hose ausgezogen, bevor er in der Lava gesprungen, gefallen ist? Was? Aber theoretisch, wenn die wollen würden, könnten die Wesker natürlich zurückholen. Das habe ich eh schon oft gesagt. Mit Klonen zu einer Leine zum Beispiel. Klonen ist für Umbrella so eine ganz normale Technologie. Die, alle ihre Biowaffen sind ja Klone. Das haben die ja Massen produziert, mäßig angefertigt und optimiert. Also das wäre überhaupt kein Problem, dass Wesker sich einfach klont und dass der Resident Evil 5 Wesker nicht der echte war. Oder keiner weiß mehr, wer der echte ist, was so viel Weskers gibt. Wer weiß. Eben, wenn sie wirklich wollen, dann sagen sie halt einfach, dass irgendwelche Ouroboros-Partikel bei der Explosion vom Vulkan geschleudert wurden und er hat sich regeneriert oder was weiß ich was, ne? Scheißegal. Bei Ouroboros dreht's lore-technisch auch komplett durch. Ouroboros kann einfach alles. Da ist alles wurscht. Du brauchst doch nicht mehr so zu tun, als wenn du das nicht schon alles weißt. Wir wissen doch, dass du mit Capcom selber ein Entwicklungsteam in Wahrheit sitzt, ja? Ertappt. Ich würde es ja feiern bei dem Remake von... Achso, das... Ja, genau. Mhm. Okay, let's go. Aufzug benutzen. Und am Ende sind Nanomaschinen mit einem Supervirus die Erklärung. Ja, zum Beispiel, ne? Im Resident Evil-Universum kann man halt sehr viel mit allem möglichen Quatsch erklären. Wenn man will. Nein! Oh. Ich meine, der T-Virus alleine ist so eine magische Substanz irgendwie. Weil wenn was super wilde Mutation hervorruft, dann heißt das in Wirklichkeit in 99,999999999% der Fälle Krebs. Das ist halt nicht unbedingt eine Superkraft. Ja. Warum kann ich das nicht aufheben jetzt? Und irgendwie so, weißt du, diese magischen Eigenschaften, dass der Virus jede DNA miteinander verbinden kann und dass man deswegen Hybriden erstellen kann und so weiter. Das ist halt alles so Magie-Science-Fiction. So funktionieren halt wir nicht. Aber ist okay. Also das ist kein Kritikpunkt. Das ist lustig. Damit kann man coole Sachen machen. Das ist eine coole Idee, dieser T-Virus. Das kritisiere ich gar nicht. Aber wenn das möglich ist, ne, dann ist auch schon wurscht. Das ist mein Argument, das ich machen will. Wenn wir mal in dem Fall, du würdest von Capcom viele Informationen kriegen, auch viel im Hintergrund...
die nächsten 20 Jahre geplant ist. Und müsstest doch ein übelste Qual sein, das alles, was ich behalte, für sich behalten zu müssen. Ach so, meinst du, ja. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich schon. Ah, es gibt, aber eigentlich geht schon. Es gibt so ein paar Fetzen, die man halt vielleicht mal hier und da aufschnappt und sowas, ne? Aber das ist eigentlich halb so wild, würde ich sagen. Also ich hatte jetzt auch noch nie so total crazy Informationen. Aber mein Gott. Keine Ahnung. Es gibt halt Informationen, die kann man verarbeiten und es gibt halt Informationen, die kann man nicht verarbeiten. Das ist irgendwie schon okay. Aber weißt du, was die perfekte Waffe für Umbrella sein müsste? Ditto vom Pokémon. Ich glaube, Ditto wäre immer gut. Ich glaube, das Hauptproblem ist eher, dass wenn man dann... Weißt du, was wirklich blöd ist, ist, wenn man ein Video zu einem Thema machen will und dann kriegt man irgendwie Informationen. Und die Informationen machen das Video obsolet, weil jetzt weißt du eigentlich Sachen, die du nicht wissen solltest und die für das Video relevant sind. Und dann ist es natürlich interessant, weil... Wie geht man dann damit um? Macht man dann das Video einfach trotzdem und stellt sich blöd? Na, manche machen das. Ich weiß nicht. Ich bin da kein Fan davon. Und dann lasse ich das Thema vielleicht einfach lieber. Ja, genau. Das ist eher das Problem. Dass man sich dann ein bisschen einschränkt in dem Content, den man machen kann, weil man halt über gewisse Sachen nicht mehr reden kann, weil ist halt blöd. Man weiß halt Sachen so, ne? So, wie war jetzt das Passwort gleich nochmal? Initialen alphabetisch geordnet. Also, gucken wir mal kurz. A. C. E. A, C, E, G. A, G, E, C. Oder sind es die Nachnamen? Wartet mal kurz. Ich dachte, ich muss nur kurz drauf gucken, dann fällt es mir schon wieder ein. Aber jetzt brauche ich tatsächlich kurz mein Notizbuch. Dann werden wir das mal hier uns angucken. Also A und B haben wir hier. Hier haben wir C und D, aber das könnte eben vertauscht werden. Hier haben wir E und F. Und hier haben wir G und H. Ja, ne, ich hab sogar, das stimmt eigentlich, du hast recht. Ich habe leider den Block aufgeräumt und alte Zettel weggeworfen, weil ich hatte die Lösung da eh schon draufstehen, als wir es mit Chill durchgespielt haben. Witzigerweise. Ada. Na, Ada ist, das war wieder was anderes. Genau. Wir müssen auf jeden Fall die Beleuchtung verändern, das stimmt. Da hast du recht. Ja, ich kann mich wieder erinnern. Genau, ich bin blöd. Wir müssen die Anfangsbuchstaben von den Organen, die dann erleuchtet sind, ablesen. Darum geht's. So war's. Ja. Ah, meine Güte. Und jetzt glühen einige Teile rot, genau. Darm, Speiseröhre, Leber, Lunge. Und das Passwort ist, jetzt fällt es mir auch wieder ein, Cell ist es. So, okay.
Oder Wesker steht als Persönlichkeit in Jake Mueller. Ja, ne, da wegen der zweiten Persönlichkeit. Was ist denn eigentlich mit dem Ende von Revelations 2? Soweit wir wissen, hat während der ganzen Zeit, in denen jetzt Resident Evil 7 und 8 gespielt haben, Barry Burton irgendwie Alex Wesker aufgezogen. Basically. Was ist mit der Story? Wie alt ist die jetzt? Die müsste jetzt auch schon ein bisschen... Schon langsam wird die erwachsen, ne? Was spielt denn Revelations 2? Resident Evil Revelations 2 ist erschienen 15. Und das heißt, wahrscheinlich spielt es auch 15 oder sowas um den Dreh. Das ist bei Resident Evil eigentlich immer so oder meistens. Das heißt, sagen wir mal, wie alt wird das Kind zu dem Zeitpunkt gewesen sein? Sagen wir mal, die war 10, meinetwegen. Vielleicht auch jünger, keine Ahnung. Dann ist das Ganze jetzt 9 Jahre her. Das heißt, die könnte schon erwachsen sein, tatsächlich. Das heißt, wer weiß, ob nicht tatsächlich Barrys Ziehtochter quasi, ne, in einem neuen Resident Evil als Alex Wesker zurückkehrt oder so. Das wäre so gut. Stellt euch mal vor, man würde Barry spielen. So der letzte Teil mit dem alternden Barry Burton. Und im Grunde muss man gegen seine eigene Ziehtochter in den Kampf ziehen oder irgendwie so. Und am Schluss ist es dann super emotional, weil man entweder sie retten kann oder muss oder vielleicht auch nicht kann. Und dann muss man sie töten oder... Na? Ihr versteht schon, wo das hinführt. Ich finde, das hat Potenzial. Das hat Potenzial für ein Set mit Barry und Alex Wesker. Verstand quasi, diesem Mädchen, das mittlerweile erwachsen ist. Naja, ja, wir spielen heute noch auf jeden Fall Fallout. Ich denke, so um 8 jetzt dann werden wir anfangen. Welcome! Es könnte höchstens sein, dass ich jetzt in den nächsten 20 Minuten noch so gut vorankomme, dass ich sage, ach komm, dann spielen wir das jetzt durch und machen dafür nächste Woche länger Fallout. Aber selbst dann spielen wir definitiv noch Fallout. Aber andererseits, nee, passt schon. Weil, wir spielen ja nach dem hier, nach Resident Evil 1 sowieso Zero. Das ist auf der gleichen Disc, da muss ich nicht viel umbauen. Das heißt, wenn wir das beim nächsten Mal durchspielen und dann Zero machen, ist auch okay. Also ja, wahrscheinlich so um 8 rum Fallout. Oh, Leute, wie war gleich nochmal das Passwort aus dem Original hier? Das war an der Stelle nicht Ada. Ach so, Login. Verdammt. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was Login ist. Muss ich da John wieder? Nee. Nee, ich muss mich von dem Gedanken trennen, dass wir das heute noch durchspielen. Ich rush viel zu sehr durch. Jetzt mal alle tief durchatmen und runterkommen. Mole war das Alte, genau. Ach, schade. Dann stimmt der Login nicht, ne? Na, da muss ich nochmal gucken. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Vielleicht steht es eh schon hier. React-Notiz des Forschers. Es gibt begründeten Anlass zu der Vermutung, dass das T-Virus-Mutagen das Genom im Körper eines Wirtes beeinträchtigt. Der Körper des Wirtes geht erwiesenermaßen in einen stabilen Ruhezustand über, nachdem er das Bewusstsein verloren hat. Der Virus wird dann aktiv und ändert die grundlegende Zusammensetzung des Körpers. Der Wirt mutiert dabei allmählich zu einem humanoiden Wesen. Wir haben diesem Wesen den Namen React gegeben. Besonders bemerkenswert sind die Geschwindigkeit und die erstaunliche Muskelentwicklung. Nach der Umwandlung wird es wendiger und aggressiver. 4 dieser Forscher sind beim Versuch, es zu füttern, bereits ums Leben gekommen. Das Gehege wurde umgehend zum Blutbad. Seit diesem tragischen und barbarischen Unfall nennen wir diese Art Blutköpfe. Ich finde das super, dass sie das... Ich wusste gar nicht, dass sie das im Deutschen übersetzt haben.
Die Blutköpfe. Erst nennen sie sie We-Act, dann nennen sie sie Blutköpfe. Innerhalb von zwei Seiten kriegen die zwei unterschiedliche Namen und dabei heißen sie in Wirklichkeit Headshrinker, wie jeder weiß. Dieser ebenso gefährliche wie kostbare Prototyp kann nicht zurückgelassen werden. Wir müssen entscheiden, was zu tun ist. Terminierung ist vollständig ausgeschlossen. Letztendlich beschlossen wir, es zu gefrieren und den Körper im Keller des rückwärtigen Friedhofs einzusperren. Ach, guck, das ist so ein kleiner Lore-Fetzen. Das ist jetzt nichts Großartiges, aber das hatte ich nicht auf dem Schirm. Man lernt doch immer was Neues. Der Friedhofs-Headshrinker hat eine Lore. Der hat eine Geschichte. Das ist der Prototyp. Das ist der erste, den die hier entwickelt haben. Na schau, das hatte ich wirklich gar nicht mehr auf dem Schirm. Dabei haben wir dasselbe Dokument wahrscheinlich mit Chill gelesen, aber ich hatte wahrscheinlich wieder ein halbes Hirn im Chat. Headshrinker? Aber ist das Original nicht auf Japanisch geschrieben? Headshrinker ist so ein Running Gag, weil als ich das Spiel damals in meiner Jugend gespielt habe, war ich davon überzeugt, aus irgendeinem Grund, dass die Headshrinker heißen. Und ich weiß nicht warum. Ich habe keine Ahnung, wo ich diesen Begriff her habe, aber das habe ich jetzt so eingeführt, dass ich die wieder Headshrinker nenne. Aber was meinst du mit Original auf Japanisch geschrieben? Sag mir jetzt nicht, dass die im japanischen Original wirklich Headshrinker geheißen haben, weil das wäre super lustig. Wenn ich quasi da irgendwie durch irgendein Magazin oder so den japanischen Namen untergekriegt hätte, das wäre lustig. Gerade im Online-Archiv eine alte Screenfun gelesen mit dem Test zu Resi 3. Ach, guck. Oh, wo ist denn der Login? Es ist nicht mehr John anscheinend. Nein, dachte jetzt nur Headshrinker wäre der Name der Zombies auf Englisch. Nee, auf Englisch heißen die eigentlich Crimson Heads. Brief des Forschers. Hier haben wir es. Meine liebe Ada, wenn du diesen Brief erhältst, bin ich nicht mehr der Mensch, den du einst kanntest. Heute erhielt ich die Testergebnisse. Ich war nicht überrascht, dass ich positiv bin. Es treibt mich an den Rand des Verstandes, wenn ich an mein bevorstehendes Schicksal denke. Ich würde alles geben, um nicht einer von denen zu werden. Soweit ich weiß, bist du nicht infiziert. Ich hoffe, dass es nicht zu weit kommt, aber falls du wirklich die letzte Überlebende sein solltest, hol bitte das Material aus dem Raum für visuelle Daten. Aktivier dann den Selbstzerstörungsmechanismus des Hochspannungsraums und flüchte von hier. Bitte unternimm alles in deiner Kraft Stehende, um diesen Unfall publik zu machen. Falls noch alles normal funktioniert, kannst du sämtliche Schlösser über das Sicherheitssystem öffnen. Ich habe das Terminal in einem kleinen Sicherheitsraum eingerichtet, sodass du dich unter dem Namen mit dem deinem Namen als Passwort anmelden kannst. Unter meinem... Warte mal, jetzt bin ich komplett verwirrt. Du brauchst ein weiteres... Achso, okay. Ich verstehe. Du brauchst ein weiteres Passwort, um die Tür in der Kelleretage 2 zu öffnen, wo der Raum für visuelle Daten ist. Hey, ich bin heute so verwirrt, Leute. Ich weiß gar nicht, was los ist. Irre. Also, als Sicherheitsmaßnahme habe ich das Passwort in einem Röntgenbild verschlüsselt. Ich kenne dich und bin sicher, dass du es schnell herausbekommst. Ich habe eine letzte Bitte an dich. Ich hoffe, du brauchst mich in diesem Zustand nicht zu sehen. Doch falls du mir in meinem Schicksal, in meiner schrecklichen Form begegnen solltest, erlöse mich bitte von meinen Qualen. Ich hoffe, du verstehst mich. Danke, Ada, in Liebe, John. John Ada. So. Es war also doch John Ada. Und ich dachte, im Original wär's John Ada. Ist es vielleicht auch, ne? Aber zusätzlich Mole. Ich weiß gar nichts mehr. Mein Hirn ist komplett matsch gerade. Das mit dem Verwirrtsein geht bei mir schon beim Aufstehen los und endet im Bettgehen. Ja,
So Tage habe ich auch, ne? Ja, ja. So ist das. Oh, danke, Tobi. Dankeschön. Das ist ja nett von dir. Teamwork 4 Nexus ist jetzt ein Bird Rider. Teamwork von Nexus, vielen, vielen Dank für deinen Sub. Freut mich sehr. Dankeschön. Warum schreibe ich denn immer L? Ich sag ja heute, irgendwas ist kaputt in meinem Kopf heute. Um Gottes Willen. Oh, ich habe heute aber auch echt beschissen geschlafen. Ich habe heute wirklich beschissen geschlafen. Wahrscheinlich liegt es daran. So, und jetzt wartet mal. Wenn ich jetzt Maul eingebe... Ganz genau. So war es nämlich. Ah, ist das nicht schön. Habt ihr es mitbekommen? Achtung, ich gebe nochmal ein Maul ein. Das ist das Passwort aus dem Original. Hört genau hin. Da werden random Sprachsamples von Tofu aus Resident Evil 2 eingespielt, wenn man hier das falsche, das alte Passwort eingibt quasi. Sehr schön. Okay. Jetzt aber wirklich. Nun. Ja. Zweimal. Zweimal hintereinander schreibe ich Lohn statt schon. Ey, ohne Scheiß. Ich brauche Urlaub. So. Jetzt haben wir immerhin alles unlocked mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war abgeschnitten plötzlich. Der ist ja schnell mutiert. Hey, dafür, dass der Wii-Act so ein super Prototyp ist, verwandeln sich irgendwie ständig absolut alle hier in Wii-Acts, ne? Also ganz so selten ist das scheinbar auch wieder nicht, wie es in dem Dokument gestanden hat. Ist der letzte Urlaub noch nicht lange her? Ja, ja, genau. Ich weiß. Aber Urlaub ist immer gut. Man kann nie genug Urlaub machen. Immer fleißig Urlaub machen. Nein, ich habe zum Glück noch 100 Granaten. Ich glaube, die explodiert auch von alleine, ne? Wenn ich nicht drauf schieße. Ich weiß schon, wir haben eigentlich genug, aber irgendwie will ich keine Schrotmunition dafür verschwenden, dass die Granate explodiert. Ja, da ist sie explodiert. Hurra, dankeschön. Das ist nämlich sehr gut. Hier können wir nämlich die Modisk, die wir haben, einlegen. Dann habe ich einen Inventarplatz frei. Fax an Säuberungsabteilung zu Händen Manager Säuberung von Raccoon Katastrophenbekämpfungsausschuss. Der Inhalt dieses Faxes ist vertraulich und ausschließlich an den genannten Empfänger gerichtet. Hey Maximilian, willkommen, zum ersten Mal mit dabei. Freut mich, dass dir meine Videos gefallen.
Jegliche Vervielfältigung oder Preisgabe des Inhalts dieses Faxes an Dritte ist durch den Absender ausdrücklich untersagt. Nach der Lektüre ist das Fax umgehend zu vernichten. Wir erwarten, dass die jüngsten Ausbrüche des T-Virus wesentlich mehr Schaden verursachen als ursprünglich angenommen. Daraus ergeben sich mehrere Probleme. Problem 1: Mehr als die Hälfte der Forscher wurde vom T-Virus infiziert und starben. Fast alle Überlebenden dieses Unfalls melden inzwischen Symptome eines T-Virus-Befalls. Problem 2: Auch unsere geheime Sicherheitspatrouille wurde vollständig eliminiert. Es besteht daher die unmittelbare Gefahr, dass unsere geheimste Forschung an die Öffentlichkeit dringt. Um einer Enthüllung in den Massenmedien zuvorzukommen, sind unmittelbare Maßnahmen erforderlich. Problem 3: Wenn die wüssten, dass sich schon bald in Raccoon City ihr ganzes Problem hier einfach von allein erledigen wird. Weil die Villa ist dann echt ihr kleinstes Problem jetzt dann bald. Okay. Problem 3: Mit hoher Wahrscheinlichkeit können sich die Objekte innerhalb der Anlage frei bewegen. Es ist daher mit zahlreichen Opfern zu rechnen. So bedauerlich diese Opfer auch sind, so unterstreichen sie doch den Erfolg unserer Forschung. Es ist daher unbedingt zu vermeiden, dass unsere Forschungsergebnisse an die Öffentlichkeit gelangen. Okay. So, dann nehme ich jetzt den Diafilter noch mit. Und dann gehen wir speichern. Ich hätte gehofft, dass wir den Safe Room hier noch freischalten, aber da muss ich, glaube ich, jetzt erst in den Generator laufen. Ne? Das dauert noch ein bisschen. Dann gehen wir jetzt noch mal ein Stück zurück. Und dann passt das schon. Hallo, Brogard. Was geht? Passt auf, jetzt machen wir es folgendermaßen. Ich werde jetzt hier mal speichern. Dann machen wir für heute mit Resident Evil Schluss. Machen wir kurz 10 Minuten Pause oder sowas. Ich muss mein Hirn resetten anscheinend. Ich muss mich selber mal neu hochfahren. Und dann treffen wir uns gleich für Fallout 1 wieder. Yay! Ich freue mich drauf. Ich habe gerade wirklich Bock auch auf Fallout 1. Das ist schon ein sehr cooles Spiel. Und ich freue mich noch mehr auf Fallout 2, muss ich sagen. Aber gut. So. Gut, Leute. Dann an alle, die jetzt dann abhauen, weil Fallout sie nicht interessiert. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hat mich sehr gefreut. Danke für Bitsubs und Spenden und alles. Ihr seid die Allerbesten. Und in ungefähr 10 Minuten, um 5 nach... Und was trinken, nicht vergessen. Ja, da hast du recht. Um 5 nach ungefähr, würde ich sagen, geht's wieder weiter. Bis gleich.